Das Gießener Stadttheater. Keiner hätte das erwartet. Es erlebt gerade eine Sensation. Super. Gut. Vorzüglich. Wunderbar. Lustig, bunt. Toll. Schön. Großartig, großartig. Einfach super. Händel hat diese Oper vor 300 Jahren komponiert. Umso überraschender, wie aktuell diese Inszenierung uns den Wahnsinn der großen Politik erzählt. Der reinste Kindergarten. Die Sänger benehmen sich wie eine wilde Kinderhorde. Sie intrigieren, lügen und mobben, wie die Großen. In dieser Oper geht es eigentlich um Machtkämpfe im alten Rom. Doch der Regisseur Balázs Kovalik hat die Handlung überzeugend in unsere Gegenwart verlegt. Ignoranz und Egoismus scheinen zum Erfolg zu führen. Ich war nicht vorbereitet, was es ist, aber ich finde es sehr schön. Nero freut sich wie ein Schneekönig. Seine Mutter Agrippina hat ihn zum Kaiser krönen lassen, denn er ist ein Schwächling und tut alles, was die Mutter sagt. Durch ihn kann sie herrschen. In der Rolle des Nero der hochgelobte Countertenor Valer Sabadou. Er hat seine Wahlmänner mit Geschenken bestochen. Interessant. Vor allem aber auch dieser Vergleich mit dem Kindergarten ist schon irgendwie richtig, aber untraditionell. Keine Intrige ohne Opfer. Hier trifft es Ottone, der eigentlich Kaiser werden sollte. Er ist ein lieber Typ, naiv und gutmütig und wird von den anderen dafür gemobbt. Wie schön er auch singt, keiner hört ihm zu. Den Ottone singt ein weiterer großartiger Countertenor, Terry Vey. Ursprünglich wurden diese Männerrollen von Kastraten gesungen. Das ist eine weitere Überraschung in Gießen. Männer, die so hoch singen wie Frauen. Das war das erste Mal, dass ich in der Oper war. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir überlegt, wie kann man das anders machen, wenn man diese Idee nicht hat, diese ganze Geschichte. Ich finde es fantastisch. Nero dreht durch. Er hat seine Krone verloren, die Intrige ist aufgeflogen. Und die Machtkämpfe fangen wieder von vorne an. Attacken in den höchsten Tönen. Diesmal versucht er es mit Erpressung. Er fällt aus der Rolle, wie viele in dieser Inszenierung. Männer, die wie Kinder handeln und singen wie eine Frau. Und eine Kindergärtnerin, die sich als Mann entpuppt. Was macht ihr denn da? Was glaubt ihr, wo ihr hier seid, bei den harten Kotten? Wollt ihr Dresche? Diese Rolle hat der Regisseur hinzuerfunden. Irgendeiner muss endlich mal Stopp rufen. An und für sich ist ja das Thema ein ganz anderes, aber Theater und Bühne darf immer machen, was es für recht hält. Agrippinas Intrigen sind gescheitert. Doch das Oberluder gibt nicht auf und hat schon wieder neue Pläne. Und das Orchester unter dem neuen Chefdirigenten Michael Hofstetter spielt grandios mit. Temperamentvoll, präzise, sprühend vor Vitalität. Ein Opernabend der ersten Liga.